Ich bin da hingegangen, der hat eine Veranstaltung, ich habe eine Kassette gegeben. So, hey, ich will auflegen, aber mit meinem Flyer, wo mein Name steht, damit er sieht, okay, der hat auch noch. Richtig professionell so. So, ne? Und der so. Ja. Dann hat es ja, damals kam diese neue Handy C Plus mit diesem Riesenteil. Ja. Und dann hast du mein Handy gehabt, so hier meine Nummer, so dass es professionell wirkt. Und der so, ja, ich melde mich. Es kam nicht, kann, ja. Ich war enttäuscht, scheißegal, wo du dich bewirbst. Irgendwie kommt kein. Ach, du hast das häufiger gemacht, Mixed. Ja, ja, auch, nicht nur ich, ich glaube, die meisten, die es haben das gemacht, die sind gegangen, haben, wenn die jemanden kannten, okay, der es veranstaltet oder einen Clubbesitzer, haben die dann Werbesachen geschickt. Ja. DJ Bo, Triple D, Say, so. Cosmic. Die Namen sind überall schon mal aufgetaucht, auch so bei anderen. Das waren die nun. Die sind immer heftigsten überhaupt, ja. Wenn du mit denen aufgelegt hast, was du komisch kriegen sollst. Geil, so, also das ist schon geil. Und da hast boah, du schon. Das, echt ganz ja, und das war halt so ein Moment, wo ich dachte: Krass, Alter, du legst es mit denen auf. Also, bevor ich das sage, ich ja. War noch nicht volljährig in der Zeit, wo ich Kleibers angefangen habe. Jetzt kriegen wir dich dran. Ja, okay. Das, da habe ich nämlich. Die wollten Personal. Irgendwas haben. Ich ja. Gefälscht und geschickt. Echt jetzt? Ja. Geil, Alter, geil. Ich weiß, okay, ich buche einen DJ, ich erwarte schon. Das ist ja eine geile Leistung, wo ich dann inspiriert werde. Mhm. Und wenn dann DJ kommt dahin und so keine Energie hat, also DJ muss Energie haben, so Präsenz haben. Ja. Der reinkommt, die Leute müssen spüren, da ist jemand. Ist übrigens ein guter Tipp für die Newcomer. Ja, also ja. Präsenz. Ne? Mhm. Ich kann jedem DJ-Tipp geben, wenn irgendwo hingeht, gut vorbereitet, kein Sets fertig machen, bitte. Ja. Ja. Also ihr könnt euch Gedanken machen, einen Ordner machen, wo die Lieder drin sind, aber kein vorbereitetes Set dahin gehen. Ja. Weil Energie entsteht spontan. Auf jeden Fall. Du weißt auch nie, wie das Publikum, Ist. Genau. Und das heißt, du guckst ja. Publikum und dementsprechend kommt nicht, wenn ihr 10 Uhr, 11 Uhr oder 12 Uhr auflegen musst, 5 Minuten vorher. Ja. Erst also mal gucken, wie es der Vibe. Ich gebe jeden DJ, der ist, du geht früher hin, setzt euch hin, guckt die Lage, checkt die Lage, was der DJ davor macht, lasst euch inspirieren, ja. Macht dir Gedanken, dann gehst du mit Power rein. Ja. Dann merken die Leute auch, da ist Energie. Ja. So, wenn du dahin 5 Minuten vorher kommst, schnell einen Laptop aufbaust, nimmst du diesen Vibe ja gar nicht mit. Du kannst ja gar nicht aufbauen. Also ja. Das ist meine Meinung. Ja. Okay. Jo, wenn du ready bist, oder willst du noch einmal checken? Nee, alles gut. Ich sag du Start. Und wir gehen ganz locker mal rein. Locker, es gibt keinen großen gut. Start hier. Also wie gesagt, wenn du mach alles, was du willst. Wir unterhalten uns einfach nur ein bisschen lässig. Ja, eigentlich ist so früh gar nicht meine Zeit. Ich mache eben kurz das Intro und dann fangen wir entspannt an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All In. Wir sind jetzt gerade in Aachen in eurem Büro. Genau. DJ Matt ist mit am Start. Freue mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt. Musste ja. Ich habe dich auch lange gezwungen jetzt hier. Nein, aber es kam ja nie dazu. Ja. Du warst im Urlaub irgendwie oder irgendwas unterwegs? Ja, wir waren jetzt in Italien. Ja, geil. War gut? War super. Roadtrip habt ihr so gemacht? Ja, wir waren in verschiedene Städte. Ja. Wir wollten nicht diese typischen Urlaub, kennst du so? Hotel Strand ja. Und so, hatten wir keinen Bock drauf. Ja, sah auf jeden Fall trotzdem entspannt aus. Ja, war auch für die beste Entscheidung, die wir getroffen haben. Ja, nice. Jetzt wieder zurück hier im kalten Deutschland und direkt vor der Kamera hier so ein bisschen. Ja, so deswegen, aber die Bräune ist noch ein bisschen da. Guck mal, ich fange am Anfang immer so ein bisschen, damit die Leute einfach so ein bisschen dich kennenlernen. Ich meine, die meisten werden dich wahrscheinlich kennen. Du bist ja schon sehr lange mit am Start. Wenn ich sage, sehr lange mit am Start, beleidige ich nie. So nein, heißt nein, so, nein, das ist gut. Wenn du nicht darüber Dinosaurier. Genau. Und das ist erstmal immer so spannend. So erstmal, wie ist dein DJ-Name? DJ Matt. Wie ist der so entstanden? So, oder wieso hast du den Namen ausgewählt? Weißt du das noch? Ja, das ist eigentlich so Abkürzung von meinem richtigen Namen. Ja. So zu Hause hat man immer, meine Mutter hat Matt genannt. So, und, ja. Ich habe lange überlegt, wie nennst du dich? Und dann... Das kam über Nacht so. Okay, also kam einfach so. Hat jetzt nicht so eine riesige Story. Nee, erste Booking, dann wusste ich nicht, was ich da machen soll. Dann habe ich. Geil. Also, das war auch sogar Schulveranstaltung, Anführungszeichen. Und da habe ich einfach DJ Matt geschrieben. Ja. Und ich wusste dato nicht, dass da noch ein DJ Matt von absoluten Beginner gibt. So. Ach. Und zum Glück war es ja kein Problem, das ist eine ganz andere Liga. Daher. Also, weil nie ein Problem hatte, hast du nie. Nee. Also. Ich meine, es gibt ja mehrere, die so heißen, in den USA auch. Und Annahme sollte jetzt nicht irgendwas scheitern. Ja, okay. DJ Matt auf jeden Fall dann
War alles War dann fix. so fix. Wann hast du ungefähr ange oder wann, wie waren so die Anfänge so? Wann war das so? So, also ich bin ja 95 nach Deutschland gekommen. Ne? Und Ja. dann so, mit Musik war immer so ein Ding. So, war kein Hip-Hop. Ich habe alles gehört, aber kein Ja, Hip-Hop. also du, genau, dann lass uns erstmal da weitergehen. Wenn du 95 hier gekommen bist, wo hast du vorher gelebt und du bist ja nicht ursprünglich Deutscher? Ich bin Afghan, ich bin aus Afghan. Afghanistan hier Ja. hingekommen. Und klar, konnte ich kein Wort Deutsch. Ganz Ja. ehrlich. Und dann in Schule angefangen, hin und her. So, das erste Mal habe ich dann DJ-Kollegen, jetzt ein sehr guter Freund von mir, auch DJ Koma. Ja. Das war so ab Schulabschlussfeier. Ja. Und er kam da so mit seiner Tasche, Mit den Platten oder Platten, was? Platten. Und ich war oben auf dem Geländer, gab's so. Ja. Von oben geguckt, wie der da so irgendwas am machen. Ich so, boah, krass, wie macht er das so? Und dann wollte ich unbedingt. Aber du hast nie die Chance gehabt, irgendwie da reinzukommen. Also hast du mit dem, kanntest du ihn schon oder du Nee, kannst, nee, nee, ich du hast kan nur ich, gesehen, nee, ne? ich kannte die Schwester, weil die in meiner Ach Parallelklasse so, war. okay, Und ja. wir waren gute Freunde und die hat immer erzählt, dass sein ihr Bruder macht. Und dann war der den Abend da und für mich war so Highlight, okay, Ja. der DJ ist da jetzt. So, Okay, und da kennst. hast du geguckt so. Ja, und der war auch ein Großteil auch sehr große Inspiration für mich halt. Ne? Okay. So, und der ist technisch, musikalisch und menschlich vor allem Topmann. Und ich habe mich sehr viel an den gerichtet, so immer Okay. geguckt, wo der aufgelegt hat, hingefahren. Ach krass. Und Also ich, so hast bist du da so ein bisschen reingerutscht. Du hast ja, halt. ich bin dann zum DJ-Pult, habe ich den ganzen Abend gestanden, so Ja. geguckt, was machen die da so. Okay. Ja, und so, dann irgendwann mal wollte ich selber, ne, habe ich meine erste Platte gekauft, das war Brian McKnight. Da weißt du natürlich auch noch, klar, Ja, erste ja, Platte ist ja. natürlich. Ja, und dann davor fing es so, gestartet habe ich mir so Funkmaster Flex CD und Kassettendeck und so ein Mischpult, wo da keine Knöpfe waren, da waren nur Krass. so Equalizer-mäßig an der Seite. Ja, also auch Dann, keine Fader und so, oder? nee, Doch, nee, auch Line, nicht. nur Linefeder, Ach nur krass, Linefeder. okay. Und Ja. das habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, weil ich Ja. unbedingt was machen wollte. Und wie bist du an das Geld gekommen? Also hast du irgendwie Unterstützung Nee, ich habe dann bekommen? nebenbei gearbeitet, Okay. weil ich unbedingt haben wollte. Dann habe ich mir einen Krass. Job gesucht bei einer Veranstaltungstechnischen Firma. Ach so, da bist du ja schon in die Veranstaltungsbranche so reingekommen. Ja, ich habe mir geguckt, Praktikum sollte ich ja machen für die Schule. Also direkt dann in den Veranstaltungsbereich, Und damit du mit DJs, dann war das so der so Gedanke schon? nee, nicht der Gedanke, weil ich die Technik nicht hatte. Ach so, ja, Und das ist natürlich geil, dann bin ich ja dann arbeiten gegangen, dann durfte ich in der Woche die Sachen mal allein mit nach Hause nehmen. das ist clever, ja. So, und dann, das war für mich dann Highlight, dann in der Woche mal Plattenspieler da zu haben. Und dann die erste Platte, wie gesagt, gekauft, Brian Ja, McKnight. geil. Und dann Flohmarktmärkte gegangen, weil die waren günstiger. Das war Waren alte schon Platte. gebraucht, ne? Und Ja, dementsprechend. aber und weil die kosten 20 Mark oder so eine Maxi. Und War viel Geld, ne? das war mein Taschengeld. Für einen ganzen Monat Oder, oder wie? Boah, ja. krass, ne? Ey, Und heftig. da kannst du eine Plattentaschengeld war weg. Dann immer geguckt, Flohmärkte, da hast du für 1 Mark, 2 Mark so bekommen. Aber so, ich wollte einfach sammeln. Okay, erstmal Musik Und einfach aufbauen, mal so so Library aufbauen. So. aufbauen mäßig. Ja, und das alles mal haben, mal hören, zu Hause mal zu üben. Nach Plattenspieler hatte ich auch keinen so richtigen. So, es war so halt diese, wo du Play-Drucksignal dann rüberkommt. Und das Okay. waren so die Anfänge. Krass, ja, stimmt. Du kannst auch gar nicht scratchen, das Nee, kannst du nur nee, das, abspielen, und das ne? allererste Mal, wo ich mit auf Platte aufgelegt habe, das war auch bei einem Kollegen zu Hause. Seine Mutter hatte so einen Plattenspieler, wo du Play drückst. Dann sind wir rübergegangen, haben die Platte hingelegt und da hatte ich Michael Jackson gekauft, Geil, Flohmarkt. ey, ja. Und haben auch Play gedrückt und haben uns voll gefeiert, saßen wir da so, geil. Ja, so, es war ein bisschen, alles ein bisschen Um strange. das mal so zeitlich einzuordnen, welches Jahr war das ungefähr? Weißt du noch So so? ein 98, Boah, krass. 99, Okay, vor Serra, lange vor Serra sehr ist er hart, noch, ja. ne? Ja. Und dann, also dann hast du hast ja die Inspiration, du hast ja gesagt, du bist dann ja mit dem, zu diesem DJ quasi immer in den Club gefahren, hast dann so geguckt, hat der schon Hip-Hop aufgelegt oder was noch Techno oder Nee, andere der hat Hip-Hop Musik? aufgelegt, der hat Okay. Hip-Hop aufgelegt. Und du Und hast auch direkt gedacht, das ist so meine Musik, ich will ja, mich feiern. das war halt so für mich so, das spricht mich mehr an. Ja. Aber So. du warst auch in Techno-Clubs, hast du auch mal Ja, geguckt, ich oder? bin überall hingegangen, also um zu gucken, was die so machen, aber der Hip-Hop hat mich dann mehr gezogen, sage ich mal so. Ja. Und dann wollte ich halt in die Richtung gehen. Okay, hast du dann irgendwie auch mal, also hast du mit diesem DJ dann noch näher Kontakt aufgenommen? War der so eine Art, hast du eine Art Mentor dann zu der Zeit oder hast du ja alles selber Ja, irgendwie beigebracht? der war ja Mentor, aber wir hatten nicht so einen Kontakt. Ne? Also Ja. der kannte mich oder ein bisschen, aber du wurdest nicht wahrgenommen, sage ich Ah, mal okay. so. Du warst da, der hat gesehen, der ist immer da Ja. und, ja, und der wusste auch, dass ich ne, Dass du und so Interesse hast und saß hier und so. so. Ja. Aber es hat sich nie ergeben. Da gab es noch andere Veranstaltungen in Aachen, wo ich erste kleine Sammlung hatte. Ja.
waren vielleicht 20 Platten, habe ich bin reingegangen, habe ich gefragt, ob ich auflegen darf. Dann ja. gesagt. Also ich bitte dich, ja. 20 Platten. Nicht nur das, die wollten gar nicht so. Ach so. Also war gar nicht so einfach wie heute, ne? Nee, dann habe ich mir an den Tag, war das für mich, ich bin so enttäuscht nach Hause gegangen. Da habe ich geschworen, so hey, ein Tag X wird kommen, dieser Typ wird mich nach Booking fragen. Geil. Und das will ich erreichen. Geiles Ziel. Und dann habe ich dort ein paar Freunde kennengelernt, die waren auch im Nachtleben tätig, die waren Rapper damals. Okay. Und dann habe ich gesagt, komm, lass doch eine Party machen. Also achso, das waren die Anfänge mit der eigenen Party? Partys, so? Okay. Genau. Und wir hatten ja keine Location hier, aber in Aachen gab es so ein Gemeindehaus, Cheerhaus ja. heißt das. Da haben wir Karneval, Sonntag war das ein Party, die war rappelvoll. Okay. Also von finanziell habe ich keine Ahnung gehabt, ich bin ehrlich so. Ja, okay. Wir haben so DJ-Pult aufgebaut, davor so ein Bausound, Gitarre. So richtig provisorisch. Provisorisch. Ja. Lief halt gut und dann waren so meine Anfänge, sage ich mal. Und also die erste Booking habe ich mir selber quasi auf eigene Partys gemacht. Ja, okay, aber so, das ist ja auch nicht verwerflich, ich meine, wenn du sonst keine... Ja, und so haben wir weitergemacht die nächsten paar Jahre und dann irgendwann mal kam die erste Booking. Von außerhalb so, oder? Ja, von durch Bekannten auch, der hat einen Club empfohlen, die haben angerufen. Mhm. Das war hier auch in Aachen, Bergs. Okay, gibt's das noch? Nee, den gibt's immer noch. Laden gibt's ja schon seit 100 Jahren. Okay, ja, ich bin ja nicht deswegen... Und das war meine erste... professionelle Booking, sage ich mal. Krass. Und wie, was, da kannst du dich bestimmt noch dran erinnern, so was für die Gage damals so? Ich glaube, ich habe gar keine Gage genommen. Ach so, klar. Okay, erstmal so also, Außenzeigen. Das ging so. Gar nicht um den, die haben mich gefragt, komm da hin, hast du Lust aufzulegen? So eine Art Probe auflegen. Ja. So. Und für mich war natürlich, wow. Geil, woanders mal so. Bei uns ging es damals gar nicht um Geld. Ja. Nee, ich wollte einfach nur mal aus Interesse so... Früher, heute, so einen kleinen Vergleich. Nee, früher hast du auch nicht über Geld geredet, sag ich mal so. Ja. Natürlich hat man, wenn du professionell lange dabei warst, wusstest du, was du haben willst. Mhm. Aber so eine kleine Nummer wie ich, das willst du da. Am Anfang so, ja ich klar. Ich war froh, dass ich überhaupt da ja. ein bisschen drehen darf, sag ich ja. mal. Ja. Oder sonst. So, dann hast du so das erste Booking aus, also in einem anderen Club gehabt? Ja, dann war ich dann regelmäßig immer auch da. Okay. Und, war es so ein Resident-Job oder haben die dich dann einfach nur ein paar Mal mehr gebucht? Nee, die hatten einmal im Monat so ein Black-Event oder alle zwei Monate, dann war ich immer da. Ja, ist doch cool schon mal. Und da habe ich auch meinen damaligen Partner kennengelernt, Master J, den kennst du bestimmt auch. Den kenne ich auch, ja. Der kommt doch auch hier aus der Gegend, sicher. Ja. Und mit dem, dann kam die erste Resident Job in Kleibers damals. Ja, Kleibers Resident Job, ja. Ja, Kleibers gibt es ja jetzt nicht wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da hast du dann als DJ angefangen oder als Veranstalter? DJ erstmal, also das, ne? Ja. Und da war ich hier Platten kaufen, hier das Haus und Berlin war das, ja. Ein bekannter Laden. Da habe ich DJ-Kollegen gesehen, der meinte, hey, ich habe da aufgehört, der hat davor aufgelegt. Okay. Die suchen noch DJs, wenn du Bock hast, ruf doch mal an. Ja. Da habe ich angerufen, das ging aber schnell. Angerufen und zack, Probe aufgelegt. Dann hat er gesagt, nächsten Tag nochmal gebucht. Krass. Und dann war ich das in der Firma. Krass. Aber das finde ich auch geil. Solche Treffpunkte gibt es ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Wo man früher, dann seid ihr in den Plattenladen gegangen und ja, da waren einfach dann so zwei, drei, vielleicht noch mehr andere DJs und man hat sich unterhalten. So. Infoaustausch ein bisschen so. Ja. Oh, war ja nie geplant, du bist da hingegangen, du wusstest. Irgendjemand ist. Irgendeinen Kollegen triffst du. Was vermisse ich irgendwie so voll so heute. Man tauscht sich auch viel zu wenig aus, finde ich. Nee, ist auch so. Ist auch ja. so. Vor allen Dingen auch mit anderen DJs. Ich meine, du hast natürlich. Ja, du hast persönlich im Kontakt war mehr da. Halt. Jetzt meist genau. ja online, schreibst du, okay, alles klar, aber du sprichst sehr selten nur noch persönlich ja. mit dem man hat. Nur ich sprich persönlich, wenn du die Person siehst halt. Aber da alles digital kommuniziert wird. Ist halt nicht mehr, man fährt nicht mehr irgendwo hin, so wirklich. Nee. Ja. Okay, Platten dann, krass, ja. Und dann war noch so die Zeit mit den Platten. Und als der Rato rauskam, ne, kannst du dich noch so dran erinnern, bist du direkt umgestiegen oder warst du erstmal so skeptisch? Weil die Frage stelle ich immer so Leuten, die schon ein bisschen länger dabei sind. Aber ich muss kurz korrigieren, bevor ich Kleibers war, bin ich nämlich, habe ich mal Mixtapes gemacht. Okay. Kassetten. Noch Kassetten, ja. Kassetten. Also noch richtige Mixtapes, Kassetten. Nicht CDs. Oder so. Da ich nur einmal im Monat hier im Bergs war oder alle zwei Monate, wollte ich natürlich Köln, andere Städte. Dann bin ich Köln gegangen, das muss ich auf jeden Fall sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Mein jetzigen Partner, Kollegen, auch bester Freund, sage ich mal so, ein sehr, sehr guter Freund, Yunus Aslan.
Grüße gehen raus. Sieht er bestimmt. Ich bin da hingegangen, der hat eine Veranstaltung, ich habe eine Kassette gegeben. So, hey, ich will auflegen, aber mit meinem Flyer, wo mein Name steht, damit er sieht, okay, der hat auch aufgelegt. Richtig professionell. So oder? Und her, so. Ja. Dann hat es ja, damals kam diese neue Handy C Plus mit diesem Riesenteil. Ja. Und da hast du mein Handy gehabt, so hier meine Nummer, so dass es professionell wirkt. Und der so, ja, ich melde mich. Es kam nicht, kann, du warst, ich war enttäuscht, scheiße, egal wo du dich bewirbst. Kommt ach, du hast das häufiger gemacht, Mixed. Ja, ja, nicht nur, ich glaube, die meisten DJs haben das gemacht, die sind gegangen, haben, wenn jemand kannten, okay, der ist Veranstalter oder ein Clubbesitzer, haben die dann Werbesachen geschickt. Ist ja auch anders als heute. Heute ja, so eine Art Bewerbung, also guck mal, wenn es klappt, aber es war jetzt nicht so, ich gehe jetzt über den oder den da rein. Da. Krass, ey. Ja. Und irgendwann rief der mich an, so, hey, komm, wir haben Jubiläum. DJs kommen ein bisschen später, hast du Bock aufzulegen? Ja. Ich so, sofort. Ja, und war auch nie von Geld die Rede. Mhm. Und dann habe ich bei dem so aufgelegt. Abend war gut. Ich war natürlich klitschenass. Aufgeregt. Weil da waren DJ Bo, Triple D, Say, so. Cosmic. Die Namen sind immer schon mal aufgetaucht, auch so bei anderen. Das waren die nun immer heftigsten überhaupt. Ja. Wenn du mit denen aufgelegt hast, warst du, guck mal, ich kriege Gänsehaut. Geil, so, also das ist schon geil. Und da hast krass, du schon, das echt ganz und das war halt so ein Moment, wo ich dachte, krass, Alter, du legst das mit denen auf. Machst du warum auf für die zwei? Guck mal, ich krieg Gänsehaut, ja, alles krass. Aber das ist so ein schöner Moment. Ey, mega. Und das ist mir im Kopf geblieben und dann, wie gesagt, so, dann war ich dann bei der Partyreihe Soul Channel, vielleicht sagt ihr das. Ja, habe ich schon gehört. Ja. Und seitdem war ich da resident. Und dann hast du mit denen regelmäßig auch? Immer einmal aufgelegt und irgendwann haben wir zusammen gemeinsam Projekte gehabt. Krass. Und ich muss sagen, der hat mich auch immer supportet. Mhm. Ne? Auch geprägt wahrscheinlich vielleicht auch menschlich. Ja, menschlich. Also ich habe von denen, was ich gelernt habe, so diese entspannte sein. Mhm. Krass. Weil ich war so ein bisschen schnell. Der so, ja. Selbst wenn der Abend mal nicht gut gelaufen ist, der war nicht schlecht gelaunt. Krass. Ja, das ist echt schwer, ne? Weil da hängt natürlich auch, wenn du Veranstalter bist, einiges dran. So, ne? Du hast gewisse Ausgaben und so, musst du natürlich auch wieder reinholen. Genau, aber ich glaube, wenn du so eine positive Einstellung hast, wie der hat, also hat er immer noch, dann juckt dich das nicht, ja, weil du weißt als Geschäftsmann, es gibt gute immer Bergab und ja, Bergauf und daher hat sich nie davon runterkriegen lassen. Sag krass. Ich ja, spannend, ey. Dann hast du direkt, boah, dann bist du direkt da in die heftige Szene. Ja, und das war für mich so Glücksgefühl pur, ja, sag ich mal so, weil da wollte jeder DJ in diese Veranstaltung rein damals, weil das war die Veranstaltung in Köln, da gab es noch einen, dann hieß Big Time, weiß ich nicht genau, wenn ich falsch sage, sorry, aber da waren Slick und Joschka waren damals. Okay. Und das war halt quasi Konkurrenz in dem Sinne. Nicht Konkurrenz, aber das ist auch so eine große Party und ich war froh, ich sag, verdammt, ich bin dabei. Geil, ey. Und dann kam halt die Geschichte mit Kleibers. Ja, halt, ne? Und dann bin ich Kleibers, dann war ich Resident und die Tage, die ich nicht Kleibers war, und wenn es Holchen war, habe ich Kleibers immer dann Kollegen gesagt, mach die, ich gehe rüber. Okay, ja. Und wir haben so eine kleine DJ-Team mal aufgebaut. Das war so der Trend damals. Jeder hatte so ein DJ-Team. Okay, so eine Gang sozusagen. Ja, was? So gab es Supreme Team, Bounce Squad, keine Ahnung. DJ Bo, die hatten Fat Butt Crew, keine Ahnung. Es gab mehrere halt. Ja. Ne? Und dann musste jeder so seine Posse haben. So. Okay, und dann hat man so, war so Aushängeschild. Ich bin in der Crew so, ne? Ja, genau, okay. Und war eine schöne Zeit, sage ich mal so, aber dann war ich in Köln und die waren da und so hat sich dann ergeben und da und da. Ja. Und wir sind dann Wochenende aufgelegt und Sonntag immer meistens dann in Holland gefahren. Ja, da reden wir auf jeden Fall gleich nochmal über die Holland-Geschichte, finde ich mir auch mega spannend. Ich hatte jetzt gerade noch eine Frage, genau, die Frage war, hast du zu der Zeit schon, warst du da komplett selbstständig, also hast nur von dem Auflegen und von den Veranstaltungen gelebt? Nein, ich habe ich war erst in der Schule. Ja. Also bevor ich das sage, ich war noch nicht volljährig in der Zeit, wo ich Kleibers angefangen habe. Jetzt kriegen wir dich dran. Ja, okay. Da habe ich nämlich, die wollten Personal irgendwas haben, ich habe gefälscht und geschickt. Echt, jetzt geil, Alter, geil. Damit, Hauptsache, ich bin volljährig und die können nicht sagen. Und das haben die auch irgendwann mal rausgefunden, so, dass nach ein paar Jahren, weil wir waren ja miteinander gut, und haben die rausgefunden, hey, du hast uns damals gelogen. So, ja. So, ja, ich wollte unbedingt auflegen und ich wusste, muss 18 Jahre sein, um Club auflegen zu können. Ja.
Habe ich gemacht. Boah, wie geil ist das denn? Ja, okay. Und genau, es ging darum, dass du, ob du selbstständig da schon nee, ich war da nicht selbstständig. Ich habe dann natürlich Schule, dann nach der Schule Ausbildung gemacht. Ah, okay. Was hast du gelernt, wenn ich fragen darf? Versicherung. Okay, ja, krass. Ja, Ja, okay. da habe ich auch gearbeitet 5 Jahre und dann nebenbei aufgelegt. Boah, war auch anstrengend, oder? Immer so? Nee, war ein entspannter Job, Okay. weil Freitagnachmittag hatte ich so 14 Uhr frei, Okay. dann ausgeschlafen, dann auflegen gegangen oder was Ja. auch immer. Aber Freitag, Samstag warst du auflegen dann, Ja. ne? Hast du zu dem Zeitpunkt auch schon eigene Veranstaltungen weitergemacht oder Nee, warst du erstmal da habe ich DJ? erstmal nur noch auf DJing Ja, konzentriert, okay. so nur noch auf DJing. Veranstaltungen war halt eher so, ich habe supported oder wenn Kleibers was mal gemacht hat, dann habe ich so ein bisschen mitgeholfen, aber so wirklich eigene Dinge habe ich damals nicht so richtig gemacht. Das Ja. kam alles später. Ja. Und Ausbildung, dann Ausbildung fertig, DJing ging weiter, dann nach der Ausbildung habe ich fertig war, sollte ich ja nochmal arbeiten, habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Okay. Außendienst Ja, war immer nicht für dahin mich, fahren, dahin war fahren. nichts für mich. Und dann habe ich gesagt, nee, lass mal. Mhm. Dann habe ich nur noch aufgelegt, montags, donnerstags, freitags, Samstag. Krass. Montags gab Blue Mondays, Mhm. in Alter Wachtesang in Köln. Köln, okay. Ja, Triple A gibt es leider nicht mehr, Ja. donnerstags mit Craig T. Ach, krass, mit Craig T. Den kriege ich ja, den kriege ich einfach nicht. An den komme ich nicht ran, Mann. Der ist auch eine Legende und gleichzeitig ein Geist. Ey, ohne Scheiß. Super Typ. Und so viele Leute wollten mir das schon empfehlen, aber irgendwie, ich habe ihn noch nicht gepackt gekriegt, aber Super Typ, irgendwann, ja, super gucken Typ. wir mal. Auch menschlich wie Ja. DJ-technisch, musikalisch. Ja. Kannst du nichts Falsches über den sagen. Ja. Nee, ich will den irgendwann nochmal Ja. rankriegen. Okay, also Donnerstags und dann Freitags und Und Samstags auch Samstag, noch. genau. Ich war ja zeitlang dann teilweise Freitag, Samstag im Kleibers Resident. Beide Wochen, komplette Wochenende gemacht. Es Ja. sei, es kam Booking von außerhalb. Okay. Dann hat man sich so ein bisschen ausgetauscht. Ja. Okay. Wir haben gerade so ganz kurz über deine Bio gesprochen, so 20 Minuten. Ja. Aber ist ja auch immer mega spannend so, Ja. ne? Und Ich wollte es gar nicht so in die Länge ziehen, aber ja, das das ist kommt mega immer Punkte spannend. raus, Ich ne? mega spannend. Ich finde das mega cool. Und jetzt, also natürlich kenne ich dich auch so ein bisschen schon vorher. Also ist jetzt nicht so, dass wir uns gar nicht kennen. Und du bist ja auch in Holland aktiv, ne? Und Ja. willst du da mal so die Entstehungs, also Mondial ist das, ne? In dem Club, da bist du Ja, da am mache ich Start, ne? Events, ja. Und du hast gerade schon mal so angeschnitten, das war immer so ein bisschen so dein Traum, dahin zu kommen. Ja, das Willst du da war. mal so eine Story irgendwie zu erzählen, wie das alles entstanden ist? Und Ja, entstanden, ja, kann ich kurz und knapp machen. Und zwar, ich kannte ja die ganzen DJs, mit denen war ich halt gut befreundet, auch nach ja. Jahren noch halt. Ich hatte auch meine erste Booking, das war aber oben im Raum. Mhm. Das war aber nicht mein Ziel. Mein Ziel war unten im Hauptraum Main Hall auswählen. sozusagen, ne? Ja. Und das war, dann irgendwann mal bekam ich einen Anruf von Sake, so immer. Hast du heute Zeit, los, bla bla bla. Sorry, wir müssen mit den Leuten auf die Sprünge helfen. Sake, den hast du in Köln kennengelernt, oder? Ja, Der der war war mit ja im dabei, Moment da. ne? Der Gründer von Hot Sunday Nights Mondial, also Okay, und der ist auch der Gründer. Okay, alles klar. der war ja immer bei diesen Soul Channel Partys und Genau, ich habe immer daher seine kennt ihr euch Backkante. schon. Okay, ja. Und der hat irgendwann mal angerufen, hast du Lust? Natürlich so am Telefon, ja klar, kein Problem, aber ich bin ehrlich, war aufgeregt, des Todes. Ich habe Samstag aufgelegt und Sonntag sollte ich auflegen gehen. Ich konnte nicht pennen durch Universität, Krass. ne, weil du Okay. aufgeregt warst. Du weißt, du kannst was, aber das sind halt die Nummer Leute, zu denen du hochgeschaut hast quasi. Und dann legst und die stehen hinter dir. Die Ja, die beobachten, was du gucken, was du überall machst. machst, ja. Ja, und dann war ich da, dann haben nochmal gebucht, dann irgendwann war ich Resident Krass. Also die haben dich gefeiert, so der da. Sound passt da, alles Irgendwie cool. passt alles halt bestimmt. Und Ja. dann war ich 2,5 Jahre Resident da. Hast du immer mit den Jungs da aufgelegt und Ja, so? ja. Und dann bin ich wieder irgendwann mal rausgegangen, weil ich schaff's das nicht, Freitag, Samstag, Ach, Sonntag. da kommt noch ein Tag dazu. Hast du den Montag auch noch gemacht und Donnerstag auch noch? Nee, die hatte ich ja weggelassen Okay. gehabt, aber da war ja nur noch Freitag, Samstag, Sonntag. Du wärst auch älter. Ja. So, und Stimmt, wird ich man bin, ja ich auch. kann ja auch von sagen, ich habe in der Zeit doch, war ja Freitag, Gott sei Dank viel trinken, Freitag, Samstag. Ne? Und dann hast du gut Gas gegeben, dann Sonntag warst du so War platt. vorbei, dein Und dann Leben. abends dann noch dahin, dann kam ja drauf an, wann du da aufgelegt hast. Wenn du anfangen solltest, dann konntest du früher gehen. Ja. Aber wenn du Primetime aufgelegt hast, das heißt, du gehst irgendwann mal da und bleibst ja da. Ja. Und manchmal musst du Ende machen. Und das geht manchmal bis 7 Uhr morgens. Dann Boah. kamst du ja raus, Stau, A4 zu. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht mehr. Ja. Geld hin, Geld her, Spaß hin, Spaß her. Ich mache immer noch, ab und zu bin ich da gebucht.
Aber so Nicht mehr so die hohe Frequenz. nee, nee, nee. Okay. Kacke. Würde ich auch lügen, wenn ich sage, ich schaffe das, Ja. geht das nicht. Ja. Wenn es sei, Samstag ist frei, wo ich dann entspannt bin, dann geht das Sonntag sonst. Ja, dann irgendwann mal kam, dass ich da jetzt auch Events mache. Ja, das ist natürlich mega. Ja, und Also. der Sprung ist gerade krass, Ja, aber kein Problem. und arbeite jetzt natürlich mit denen jetzt weiter, ne? Also deswegen, mit denen bin ich ja noch gut, mit allen nicht bin ich noch gut. Also buchst du die dann quasi auch auf deine Veranstaltung oder holst du Ja, auch wirklich natürlich, wenn die DJs mit? Möglichkeit gibt, irgendwo einzuplanen, plane ich hier, weil Er hat dir auch so viel wahrscheinlich gegeben ja, und so guter eine DJ Inspiration natürlich. reicht mir. Die haben mich inspiriert und wenn jemand dich inspiriert und denen du was zurückgeben kannst, Ja. es gibt kein schöneres Gefühl, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also machst du jetzt mittlerweile, du machst ja hier im Raum Aachen Events, Genau. ne? Und im Mondial dann halt, Und ne? auch in Köln In Nachflug Köln machen. auch, Ja, Nachflug, okay. sind verschiedene Städte, wo wir was machen, Ja. aber ich will da jetzt auch nicht Nee, großartig alles cool. Nur mal eben so kurz so so. Ja, rundum gesagt, wo du dich wir platzierst. machen halt ein bisschen viele Events. Also ich arbeite mit Nima, hast du ja auch kennengelernt, Ja. mit denen noch ein paar Projekte. Und Ja. früher hab ich versucht viel zu machen, mittlerweile mache ich lieber konstante gute Dinge, wo ich Ja. sage, okay, nicht so viel Energie verschwenden, nur Ja, auf gute Sachen konzentrieren und das war's. ja. Ja. Wie sieht das jetzt mit dir so als DJ aus? So, willst du noch weitermachen oder hast du schon mal so überlegt, auch so ein Überlegt habe ich bisschen. schon lange, also, das muss ich sagen. Spätestens nach Freitag, Samstag, Samstag, Sonntag. Ich habe Sonntag. überlegt, habe ich schon lange, weil du kannst nicht Veranstalter sein, gleichzeitig DJ sein, weil das kostet echt viel Energie. Also, die mit Leidenschaft machen, sage ich mal so, DJ und Veranstalter, die können ja genau dasselbe wahrscheinlich auch sagen. So, weil wenn du als DJ auch Veranstaltung machst, du achtest extrem auf alles. Alles muss perfekt sein und auch auf die anderen DJs vor allen Genau, Dingen, ne? das ist das. Und das alles unter einem Dach fachsuppen ist manchmal nicht einfach. Also für mich zumindest so, weil wenn ich weiß, okay, ich buche einen DJ, ich erwarte schon, dass der eine geile Leistung, wo ich dann inspiriert werde. Und wenn dann ein DJ kommt dahin und so keine Energie hat, also DJ muss Energie haben, so Präsenz haben. Ja. Der reinkommt, die Leute müssen spüren, da ist jemand. Ist übrigens ein guter Tipp für die Newcomer. Ja, also so Ja. Präsenz, ne? Präsenz heißt nicht so, wer die teuersten Klamotten hat. Nein, Nee, Präsenz nicht ist gut. Nase hoch, sondern. Einfach mal rein, präsentiere, was du machst. So, das heißt, der erste Übergang, was du machst, oder der erste 15 Der Minuten, muss dich direkt als der muss Veranstalter zwar nicht so flashen. also flashen. Ja. Du musst keinen Hit spielen. Nimm ein Lied, was kein Arsch kennt, aber baue das so ein, dass da so Ja. Gänsehautmoment entsteht. Und Ja. dann ist mir Dann hat dich der DJ sozusagen egal. überzeugt, so für Ja, Anfang. also ich habe ja viele DJs auch gebucht und mit denen auch gearbeitet. In der letzter Zeit, der einzige, der mich so richtig überzeugt hat und wo ich den auch gern sehr, sehr supporte, ist DJ X2, hast du bestimmt mitbekommen. Ja. Für mich persönlich, für mich persönlich einer Ja. der talentiertesten DJs Ja. momentan. Also Klar, von meiner natürlich ist Sicht her du so. sprichst nur, das ist deine Meinung, ja. Weil als er bei uns anfing, ich habe gesehen, der ist hungrig, Ja. der will. Und dann habe ich ihm ein paar Sachen gesagt. Und er hat die umgesetzt. Und dann war der nächste Event, und hat er die ganzen Sachen komplett umgesetzt. Ich dachte, krass, Alter. Eigentlich, den du nur ein paar Sachen sagst, komm, ich kriege wieder Gänsehaut. Krass. Und der das umsetzt und dann das so geil umsetzt, wo du sagst, Alter, scheiß drauf, Alter, den behältst du jetzt, der geht nirgends so hin. Und der hat sich mal zu mal so entwickelt, wo ich sage, Alter, Ja, nice, aber dann hast du ja jetzt mittlerweile auch sozusagen die Mentorfunktion für jemanden übernommen, ne? Also er schaut ja wahrscheinlich auch so, oder er hört auf deine Tipps, du zeigst ihm, hier wie ist cool das ist. Erfahrungswerte, die man mitteilt. Genau, Also ja. Mentor würde ich nicht sagen, ob wenn das der Fall ist, freue ich mich natürlich, Ja. aber würde ich nicht so sagen. Ja. Und da sind noch ein paar andere talentierte, die sag die Namen einfach mal Ja, so. kannst du So ein raushauen. Le Rider, der Ja. Aus Köln, aus ne? Köln. Ja, der produziert auch, glaube ich, ne? Da habe ich auch auf dem Ja, der Schirm. produziert auch. Ja. Und noch ein DJ, der bei mir ist, auch, heißt auch Danero, der ist ein bisschen unterbewertet, der auch für meine Augen. Musste Ja. aber. Aber das sind so talentierte DJs, die hungrig sind, die technisch wie musikalisch sehr begabt sind. Ja. Ja, es gibt ja viele, so Ja. viele, aber so überzeugt haben mich jetzt in der letzten Zeit wenige von den Newcomern. Ja. So. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der Baba-DJ bin oder was auch immer, Nein, ne? nein, nein, Aber nein. Aber von es hat der, deine Meinung so, ja, ne? so Erfahrungswert und ich sag mal so, was ich sehe, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich kann jedem DJ-Tipp geben, wenn ihr irgendwo hingeht, gut vorbereitet, kein Set fertig machen, bitte. Ja.
Also, ihr könnt euch Gedanken machen, einen Ordner machen, wo die Lieder drin sind, aber kein Vorbereitungsset dahin gehen. Weil Energie entsteht spontan. Auf jeden Fall. Du weißt auch nie, wie das Publikum drauf Publikum ist ist. genau, das heißt, du guckst Publikum und dementsprechend kommt nicht, wenn ihr 10 Uhr, 11 Uhr oder 12 Uhr auflegen müsst, 5 Minuten vorher. Also Erstmal gucken, wie ist der ich gebe Vibe so. jeden DJ, der ist, du geht früher hin, setzt euch hin, guckt die Lage, checkt die Lage, was der DJ davor macht, lasst euch inspirieren, macht ihr Gedanken, dann gehst du mit Power rein. Dann merken die Leute auch, da ist Energie. Aber wenn dahin 5 Minuten vorher kommst, schnell einen Laptop aufbaust, nimmst du diesen Vibe ja gar nicht mit, du kannst ja gar nicht aufbauen. Also das ist meine Meinung. Ja, ich sehe das genauso. Also Ich bin auch immer wenn gerne ich so, früher. wenn ich Booking habe, ich gehe immer, selbst wenn ich 2 Uhr auflegen muss, ich gehe dann kurz nachdem die aufmachen, spätestens 12 Uhr bin ich da, dann höre mir alles an, was die spielen. Die spielen, kann sein, dass die Lieder nicht doppelt spielen, also viele spielen ja doppelt, ist ja nicht schlimm, aber ich versuche die Lieder nicht doppelt zu spielen. Ja, also das sollte eigentlich Ziel sein, auf jeden Fall. So, das ist bei mir auch so. Ich So, habe das auch. heißt, wenn ich jetzt da reinkomme und die DJs haben schon gespielt und ich baue mein Set auf, ich fange wieder an. Das merken vielleicht nicht viele Gäste, aber es gibt immer wieder Leute, die merken, da lief. Das lief ja vor einer Stunde Ja, schon so, ne? ich sage jetzt nicht schlimm, weil Radio laufen ja auch Lieder doppelt und dreifach. Ja. Da beschwert sich auch keiner. Aber wir haben so viel Musik. Also muss ja Eben, nicht eben. sein. Früher, von wo die Plattenzeit war, kann ich sagen, okay, selbst da haben die DJs drauf geachtet, dass das nicht doppelt gespielt wird. Du hast mal einen Hit am Abend vielleicht zweimal gespielt. Wäre gelogen, wenn man sagt, nee, hat man nicht gemacht, aber du hast versucht oder versuchst immer nicht doppelt zu spielen. Aber ich sitze ja jetzt hier mit so einem erfahrenen Veranstalter auch zusammen. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen über deine Anforderungen an den DJ gesprochen. Kannst du da noch so ein bisschen mehr zu sagen? Also zum Beispiel achtest du, also wenn du jetzt jemanden neuen buchst, den du nicht kennst, achtest du zum Beispiel auf sein Instagram-Profil, guckst du dir Videos an, die er gemacht hat, Scratch-Videos oder irgendwelche Übergangsvideos oder Party-Videos oder nach welchen Kriterien buchst du einen DJ? Also in meisten Fällen ist es so, wenn ich irgendwo hingehe und einen DJ höre, der am Auflegen ist. Das ist der erste Eindruck. Und zweitens, ich gucke natürlich Instagram, wer am Auflegen ist. Mal diese Party-Videos zu posten, so okay, geil, Crowd ist geil, ich kann da natürlich nicht rauslesen. Du musst halt wirklich sehen, wie macht er den Den Übergang? Übergang oder so, so ich sehe, also ich achte ein bisschen auf Technik. Also Also Technik ist dir ich schon bin wichtig, Techniker-Fanatiker. Also, weil du selber das auch gerne machst, ne? ich liebe das, wenn jemand kommt, der so mit Platten halt spielt so und dann der mich inspiriert, so wo ich denke so, verdammt, der hat die Katze drauf, warum habe ich den nicht drauf? So, natürlich, das ist nicht alles Ausschlaggebende, dann muss auch die Musik passen, muss der Club-DJ sein. Wenn du die beide kombinieren kannst, es gibt nichts Schöneres. Da gibt's, es gibt schon viele DJs, namhafte DJs auch. Die Kombination ist einfach krank. Ich bin jetzt lange dabei, sage ich mal, in Anführungszeichen, aber ich habe nicht alles drauf. Ich werde es auch nie alles drauf haben. Wir haben früher viel mit Mike gearbeitet. Ja, das wünschst du dir auch von jedem DJ wahrscheinlich so, ne? Oder ist das gar nicht für dich so wichtig? Nee, ist nicht ausschlaggebend, aber es ist schon wichtig, dass man, wenn das drauf ankommt, dass man auch ein Mikro in die Hand nehmen kann und sagen kann, ein paar Sätze so. Man kann halt auch einen Push nochmal Einen irgendwie Push so geben, geben, so ne? ja. Ja, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall, also definitiv ist das Du bist der entertaint das DJ, mehr, du ja. musst der Entertainer sein. Du Ja, musst ein DJ ist Entertainer. Das heißt, du kommst da rein, du unterhältst die Leute. ja. Das heißt, wenn das jetzt nicht da klappt, dann nimmst du ein Mikrofon in die Hand, gibst du dann auch noch einen Push dazu. Ja, genau. Wie würdest du so sagen, hat sich so die DJ-Szene innerhalb der letzten, wie lange bist du jetzt dabei? Sagen wir nicht, innerhalb der letzten Jahre entwickelt. Also siehst du das eher zum Positiven oder siehst du das eher zum, also findest du, dass es nicht so eine gute Entwicklung genommen hat? Die Frage ist jetzt sehr allgemein gestellt. Kannst du dazu so eine Antwort geben oder? Also ich sage immer so, ich sag mir selber, man muss mit der Zeit gehen. Ja. So, das heißt, die Möglichkeiten sind heute viel mehr gegeben. Also kannst einfacher DJ werden, meinst du? Einfache DJ werden, Ja. aber ich habe nichts dagegen. Wenn die DJ-Szene größer werden kann, soll die werden. Aber ich will gute DJs sehen. Ja. Also das heißt, ich Also dein Anspruch, so dein an Technik, Musikauswahl und so, Wichtig muss ist für dann mich gegeben Musik. können. Also Musik. Technik ist immer, hast du drauf, ist schön. Aber ist kein Muss. Kein Muss. Aber Musik ist wichtig. Das heißt, du musst mit Leuten umgehen können. Also du musst in deinem DJ-Pult, ich sehe teilweise so, DJs sage ich so,
bleib nicht wie so ein Stein hinterm Bierpult. Ja, du bist der Künstler, die Leute gucken auf dich zu. Also ja. Du bist der, wie sagt man, der Fokus gerade auf dich. Ja. Dann nimm diesen Fokus und mach da was draus. Ja. Aber groß und ganzen, also ich kann da nichts Negatives sagen. Es gibt klar Vor- und Nachteile, ne? Wird ja jeder sagen. Das hat ein Serato kam, das ist kaputt gegangen, dies kaputt gegangen. Man kann über alles beklagen, beschweren, aber ich sehe das positiv. Ich habe mir selber jetzt Dings gekauft, Face. Hast du ja auch gut gesehen. Und mein Gott, solange du damit auflegen kannst und deine Arbeit machen, ist doch scheißegal, was du benutzt. Ja klar, auf jeden Fall. Also sehe ich genauso. So. Ich glaube auch derjenige, der anfängt, über die Zeit zu meckern und so weiter und so fort, und stehen bleibt und sagt, ja, früher war alles besser und so, der hat es schwierig, beständig im Business zu bleiben. Das wenn er sich gegen alles Neue sträubt. Aber ich finde trotzdem, die Meinung sollst du trotzdem äußern. Ja, natürlich. Also ich bin immer noch, was Musik betrifft, von der Qualität her, war die Musik früher besser. Mhm. Ich stehe auch dazu 100%. Ja. Das heißt nicht, dass die Musik, die heute rauskommt, schlecht ist, aber heute ist Massenware. Ja. Ja gut, Hip-Hop ist ja aus meiner Sicht auch eher so Mainstream geworden, ne? Ja, aber allgemein so. Also du, jeden Freitag kommen Releases und denk mal so, was willst du jetzt noch alles runterladen, was willst du alles spielen? Und 90% davon kann ich also, für mich persönlich, 90% kannst du nicht spielen. Mhm. Oder die hören sich gleich an. Ja. Weißt du, ich meine? So, auf jeden Fall. Einer macht einen Hit. Und alle machen denselben Style und dann... Da ist keine Abwechslung drin. Ja. Früher war Hip-Hop, R&B, R&B, Dancehall, Dancehall. Ja. Und wenn auch früher, also ich sage jetzt von früher, hast du aufgelegt, gab es Warm-Up-Set, dann Primetime, dann Ende. Beim Ende kamen meistens so Slow-Jams. Mhm. Das gibt's nicht mehr. Ja. Was nicht schlimm ist, weil es, wie gesagt, das ist die Zeit, die Generation, die will das so, dann musst du so geben. Wenn das nicht passt, dann pack deine Sachen und geh. Mhm. So, kurze Pause wieder gemacht hier, Freunde. Jetzt gehen wir wieder ganz locker rein. Wir haben es richtig in die Länge gezogen. Ja, gibt auch viel. Ich finde das immer spannend. So, ich meine, du hast ja auch schon gewisse Erfahrungen, vor allen Dingen in beiden Bereichen, also im Veranstalterbereich und im DJ-Bereich, finde ich einfach mega spannend. So, ne? Also, dass du dann auch davon erzählst und auch vielleicht von ein bisschen früher und so. Ja, ist Leidenschaft. Ne? Das kannst du in einem Wort beschreiben. Ja, aber wir kriegen halt auch nirgendwo die Infos. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo ich halt genau das, was du erzählt hast, irgendwo nachlesen kann oder sehen kann oder so, das wird kaum überliefert sozusagen. Ja, das Ding ist so, wenn du Medien oder Internet, egal wo du guckst, da hat jemand anderes schon vorher gesagt, ich glaube, ich bin genau seiner Meinung, ja, ne? Ne? Dass die DJs halt in Deutschland sehr, nennt man, nicht so hoch bewertet ja, sind. Ja, genau. Also das heißt, die das machen, also in der Techno-Szene ist das anders. Ja. Die DJs werden gefeiert, in der Hip-Hop-Szene ist halt so, ja. DJ. Ja, da hat der Style Wars ja drüber gesprochen, ne? Ja. Der hat das angesprochen und der meinte halt auch so, da sind einige, also wir haben auch unsere eigenen Jazzy Jeffs, unsere eigenen Craze und so, aber die werden irgendwie nicht so hoch gelobt wie in Amerika. Geschätzt, also dass die Wertschätzung ist sehr niedrig da. Ja. Und da sollte man so, finde ich, den DJ auch mal diese Liebe zurückgeben. Genau. Weil er so viele Jahre in die Energie reinsteckt und macht und tut. Ist ja nicht so, dass er jeden Tag 2 Stunden zu Hause sitzt und cuttet, nur weil er Langeweile hat. Ja, nein, richtig. Das ist Leidenschaft. Ja. Der will dir doch was präsentieren, was er kann. Aber wenn das nicht wertgeschätzt wird, dann ist das traurig. Ja, und vor allem, ihr habt ja auch alle die Szene so mit aufgebaut. Das heißt, ihr habt ja auch die Möglichkeit gegeben, diese ganzen Partys zu machen, die Hip-Hop-Kultur zu etablieren und so den Sound auch hier zu etablieren. Genau, durch das, die Partys. Das ist richtig. Du hast ja selber gesagt, vorher gab es eher so ein bisschen so eine Techno. Ja, Techno-Partys waren sehr groß. Also früher bist du im Club reingekommen, also meist Großraumdiskotheken, die hatten eine kleine Hip-Hop-Area. Ja, das war ganz klein. Das war so die Randgruppe. So. Ja. So. Ja. Und jetzt die letzten Jahre, Gott sei Dank, ist die Szene größer geworden und dementsprechend auch kommerzieller. Mhm. Also früher sind die Leute wirklich da hingekommen wegen der Musik. Ja. Der DJ hat den Ton gegeben. So. Ja. Ich spiele und das läuft. Und die Leute sind wahrscheinlich auch extra da hingegangen, weil der DJ mit dem Sound da spielt. Ne? Ich bin selber, also viele DJ-Kollegen, die aufgelegt haben, ich bin da hingegangen, wenn ich frei hatte. So, boah, krass, der legt heute da auf, ich gehe da hin. Ja. So, du hast da dann gehangen, hast ihn gefeiert, das war kein Hate. Ja. Das war so einfach so, hey, supporten. Ja.
Das gibt es heutzutage wenig. Ja. Ich sag mal, da auch wieder kein Lästern, aber wir spielen ja, oder viele spielen ja auch dasselbe, so, weil die sich derselbe Quellen vielleicht bedienen. Da ist ja kaum noch, was heißt kaum noch, aber da ist seltener noch ein krasser Unterschied zu hören. Den Unterschied machst du ja als DJ. Genau. Das heißt, ich kann auch dieselbe Playlist haben. Die Frage ist, wie setzt du die um? Das auch noch, ja. Aber die Tracks bleiben trotzdem irgendwo die Klar, ähnlich aber gleich. Klar, aber das, was ich vorher gesagt habe, wenn du ein bisschen mit Technik und mit deiner eigenen Art kombinierst, machst du daraus quasi eine Storytelling sozusagen. Deinen eigenen Flavor bringst du so rein. Und das spüren die Leute. Ja. Aber wenn du alles runterrattest, wie jeder andere auch, ja, natürlich merken die Leute keinen Unterschied. Ja. Weil es selbe Lieder sind. Ja. Früher gab es ja auch selbe Lieder. Alle DJs hatten selbe Lieder. Teilweise hatten die in Holland, Belgien waren die ein bisschen weiter voraus. Aber in Deutschland hatten auch alle DJs selbe, weil dieselbe Plattenladen kaufen gegangen sind. Aber was du daraus gemacht hast, das war die Kunst. Ja, ja. So, ich kann jetzt deine Playlist haben, aber ich würde niemals so spielen können, wie du spielst. Nee. Nee. Und andersrum genauso. Genau, und dann deine Lieder habe ich zwar, aber ich kann die nicht so umsetzen, wie du die vielleicht umsetzen würdest. Loop setzen oder keine Ahnung, Backspins da machen oder da reinkatten. Ich würde das auf meine Art machen. Ja, stimmt. So, das ist immer so, meiner Meinung nach, zu sagen, alle spielen das Gleiche. Stimmt ja, aber beschwer dich nicht. Mhm. Mach's besser. Ja, ja. Sollte von mir auch keine Beschwerde sein. Nein, wie gesagt, also die jetzt sagen, ja, der spielt das Gleiche wie der. Ja, dann geh du, mach besser. Ja, sorg dafür, fertig, dass du dir Skills aneignest oder werd irgendwas kreativ. Es gibt so viel Technik, die du umsetzen kannst. Ja. So, ich sehe Jungs, die kommen mit ihrer Maschinen drauf. Ja, genau, und so. Stimmt. Ja. Die machen was draus. Ja. Selbst wenn das jetzt nicht gut klingt, aber der Gast sieht, da passiert irgendwas. Da passiert was. Das hört sich anders an als vorher. Ja. So, dann mach dich bemerkbar. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Auch zum Überleben wichtig. Ja. Sag ich mal in der DJ-Szene. Auf jeden Fall, so ein Alleinstellungsmerkmal musst du einfach haben. So, da haben auch schon voll viele vorher drüber gesprochen. Ist auch so an den Newcomer, die das vielleicht gucken oder so, ne? Auf jeden Fall irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Irgendwie muss man sich differenzieren von anderen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. So, ich sage ja nicht, weil ich jetzt so viele Jahre dabei bin, weil ich Veranstalter oder ein guter DJ bin. Irgendwo muss ich ja was richtig gemacht haben. Ja, klar, sonst wärst du nicht so lange noch am Start. Genau, ich meine, das heißt, ich bin ja auch hingegangen, ich habe DJs geguckt, boah, die haben geil aufgelegt. Klar habe ich die Lieder geklaut sozusagen, bin nach Hause. Aber ich versuche so umzusetzen, wie ich die umsetzen will. Ja. Klar, die Ideen von denen waren geil, die hast du übernommen. Ja. Aber du hast versucht, ein bisschen anders umzusetzen. Irgendwo kopieren wir ja erstmal alle und dann entwickeln wir so unsere eigenen Sachen. So, ne? Also wir gucken uns alle in jedem Lebensbereich irgendwo bei Hannover was ab. Das ist halt so. Ja. Und wie gesagt, so, ich sag jeden Tag auseinandersetzen. Ja. Muss mit ist Musik auch so auseinandersetzen. Gehört dazu. Ich bin ja selber mittlerweile faul. Ich bin faul. Ich gehe in die City, lade die Sachen runter, Franchise runter, habe meine Ordner. Ich mag die Lieder nicht am Laptop hören oder allerdings, ich muss die laut hören. Okay. Das heißt, wenn ich die downloade, habe ich meine Hauptanlage angeschlossen, damit ich den Sound spüre. Ja. Dann weiß ich, kann ich das Lied nutzen oder nicht nutzen. Ja. Weil Lieder am Laptop hörst, vielleicht bin ich der Einzige, der so denkt, du spürst diese Energie nicht. Du brauchst auch den Bass. Den Bass und den ganzen Sound. Safe, auf jeden Fall. Wenn ich am Laptop runterlade, Lieder sind geil, aber am Laptop hören sie scheiße an. Ja. Da sagst du nein, bam. Ja. Dann lade ich alles runter, ordne, dann höre ich die einzeln durch. Ah, okay. Das kommt rein, das geht raus, das kommt rein, das geht raus. Und ich komme ja teilweise auch nicht hinterher, weil ich andere Aufgaben habe, wo ich erledigen muss. Aber ich nehme mir einmal die Woche Zeit, gucke meinen Ordner durch. Ja. Und wenn ich jetzt kein Lieder habe oder nicht weiß, was da neu ist, rufe ich an. Was gibt's da? Kannst du mir ein paar Tipps geben? Ja. Ist ja keine Schande. Überhaupt nicht, nein. Also im Endeffekt ist ja egal, woher du die Tracks bekommst und so weiter. Und Tipps, hol dir, welche Lieder sind angesagt. Und wenn du nicht weißt, gehst du Spotify oder iTunes, Listen kannst du gucken, was jetzt gerade hoch angesagt ist. Dann kannst du dich schon mal einschätzen. Ja. Und dann lädst du die da runter und wie gesagt, dann setzt du die so um, wie du die umsetzen willst. Ja. Spannend.
Guck mal, wir haben jetzt schon einiges an Zeit aufgenommen hier. Und wir könnten bestimmt noch 2, 3 Tage mehr quatschen und so. Wir machen bestimmt noch mal irgendwann Teil 2. Aber ich würde jetzt ganz gern so ein bisschen zum Ende kommen. Ja. Und da habe ich mal so eine Frage, die für mich persönlich mega spannend ist, die ich immer voll gern stelle. Und zwar ist das so: Was hat DJ Matt in der Zukunft vor? Was sind so deine Zukunftspläne? Hast du noch irgendwelche Ziele, die du erreichen willst? So, was werden wir in der nächsten Zeit von DJ Matt mitbekommen? Machst du noch weiter Veranstaltungen? Machst du noch weiter DJ? Hast du andere Projekte? Was das willst du verraten? Also DJing werde ich immer mehr, also weniger, also das heißt zurückfahren, so zurückfahren quasi. Ja. Veranstaltungen werde ich nach wie vor weitermachen, aber ich will mehr so in den Background gehen, weil ich ein paar andere Projekte habe, wo mein Fokus jetzt liegt und den neue Generation auf einen Platz machen. Okay. So. Ja, also du bereitest die Spielwiese quasi noch vor, ja, und die Jungs können. Das sind so viele talentierte Leute, sollen einfach mal kommen. Ich kann nicht mit 50 noch im Club hängen. Ja. So. Ist halt, ja, ja. Nein. Will man, glaube ich, auch nicht. Ich habe meine Ziele, die ich hatte, die habe ich erreicht, sage ich mal, so in der DJ-Szene. Ja. Technik zwar nicht alles. Man merkt, du hast die Leidenschaft für die Technik schon noch. Ja, ja. Aber vielleicht hast du ja ein bisschen mehr Zeit, noch ein bisschen zu cutten wieder. Dann. Ja, ich habe mir erst ja die Phase bestellt. Ja, und geht wieder los. Ja. Also ja. In 2, 3 Jahren machst du DMC mit und so? Nee. Das wäre schon... Ne? Nee, aber für mich selber persönlich so ein bisschen verfeinern, mehr nicht. Ja. Okay. Aber so über Projekte, so was du in Zukunft vorhast, da kriege ich nicht aus dir raus, ne? Wir haben einige Events stehen, ja, und die werden wir auch weiterführen. Mhm. Und es steht alles noch nicht auch alles so fest, okay, wo ich da irgendwas rausgeben, klar, weil hinterher heißt er so, oh, der hat... Ist immer so, ne? Der hat labert und so, klar, natürlich. Will ich nichts so erst, wenn alles steht, ja, unter Dach und Fach ist, dann kannst du auch Infos raushauen. Dann komme ich nochmal hier vorbei und dann quatschen wir. Oder? Vielleicht bist du auch dabei. Ach so, okay. Alles klar. Ja, Mann. Dann wart erstmal. Wir haben, glaube ich, ein schönes Interview jetzt hingekriegt hier. Ich hoffe es. Ja, auf jeden Fall, mega spannend. Und wenn du noch irgendwelche Leute so Shoutouts geben willst oder so, kannst du das gerne machen, wenn irgendwelche Leute... Ich grüße alle meine DJ-Kollegen. Alle, die dich kennen. Alle, die kennen. Einfachste Sache. Ja. Also, ja. Liebe. Geil. Dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal, ne, für deine Zeit. Mega cool, hat mich gefreut. Und Leute, alle Sachen von DJ Matt und so weiter finden wir mal in den Shownotes. Wir packen einfach deine ganzen Instagram, Facebook und so weiter, Veranstaltungen, alles unten rein. Die Leute können folgt mir. Genau, folgt mir. Habt ihr auf jeden Fall was zu lachen. Auf jeden Fall, deine Storys manchmal kann ich nicht mehr. Guter Content, ein paar witzige Sachen dabei und es ist auf jeden Fall lustig. Ja. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, und, sehr gerne. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, das Ergebnis ist gut. Mega, mega, wird auf jeden Fall das. Leute, wie immer, wenn euch der Content gefällt, ne, ihr abonnieren, drücken und Glocke. Glocke. Der weiß schon Bescheid. Nächstes Mal machst du Ansage. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, Leute. Ciao, ciao.